Dank der Digitalisierung haben wir jetzt noch mehr Zeit für unsere Kunden. War ein Annahmeprozess jemals so einfach? Wir zeigen Ihnen, wie es geht. Schon bei der Terminvereinbarung werden Informationen gesammelt, die wichtig für das Werkstattplanungssystem sind. Ja, gut, dann vielen Dank für Ihren Anruf und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Im nächsten Schritt kann der Wartungsumfang abgeschätzt und durch MiConnect mit einem Service- und Werkstattcode versehen werden. Wir unterstützen die Kollegen hier in den Filialen, indem wir die Aufträge vorschreiben. Bei Wartungsaufträgen können wir anhand eines Codes, den die Fahrzeuge, die mit ConnectB verknüpft sind, uns mitteilen, bereits vorschreiben. Wir schauen, ob die Ersatzteile, die benötigt werden, vorab an Lager liegen. Wenn nicht, kümmern wir uns darum, dass die halt auch zu dem Termin des Kunden da sind. Mit Blick in den aktuellen Lagerbestand können Teile schon im Vorfeld bestellt werden, um ungeplante Wartezeiten beim Werkstattaufenthalt zu vermeiden. Zum vereinbarten Termin stehen alle Informationen bereit, sodass der Ablauf beim Empfang des Kunden reibungslos gelingt. So wird im Vorfeld Zeit eingespart, welche der Servicemitarbeiter im Beratungsgespräch für den Verkauf von Zusatzleistungen nutzen kann. Durch die Digitalisierung haben wir viel mehr Zeit für den Kunden. Wir können ihm vor Ort viel besser Zusatzleistungen anbieten und auch im Archivsystem in D3 können wir von der Auftragserstellung bis zur Rechnung jederzeit alles nachvollziehen. Wir haben dadurch auch keine Sucherei mehr nach Dokumenten und haben auch keine Wege mehr zu gehen. Das heißt, wir sind immer für den Kunden vor Ort. Je nach Betriebsgröße können auch Tablets eingesetzt werden. Bei der Auftragsvorbereitung bespricht der Servicemitarbeiter tabletgestützt alle Details mit den Kunden. Mit einer digitalen Unterschrift besiegelt der Kunde den Auftrag. Als dritte Option können besonders eilige Kunden ihren Auftrag an unseren Sanger Servicestationen erteilen. Sanger Servicestationen sind auch extern einsetzbar, rund um die Uhr und an jedem beliebigen Ort. Die Fahrzeugübernahme erledigen dann unsere Außendienstmitarbeiter. Die Erfassung geschieht in jedem Fall papierlos. Es folgt die Fahrzeugprüfung. Festgestellte Mängel werden vom Fahrzeugprüfer per Tablet erfasst. Die größten Vorteile der Digitalisierung sind, ich habe mehr Zeit für den Kunden, wenn ich mit ihm mit dem Tablet ans Auto rangehe, die Diagnose am Fahrzeug vornehme, die Mängel aufschreibe, mir revisionssicher vom Kunden unterschreiben lasse, was beim persönlichen Gespräch schöner rüberkommt. Und ich kann jederzeit in die digitale Serviceakte zurücksehen und auch alte Fälle und alte Diagnoseprotokolle schnell und effizient hervorholen. Auch nach der Erfassung geht es in digitaler Form weiter. Alle Informationen werden papierlos an die Werkstatt übermittelt. Werkstattmitarbeiter können Ergänzungen vornehmen, zum Beispiel bei der Prüfung unbemerkte Mängel per Tablet aufnehmen und an den Serviceberater weiterleiten. Sind das meine Teile? Ja. Alles klar, nehme ich für Gregor. Ach so, ja. Kriegen wir hin. Die im Vorfeld gerichteten Teile können nun im Fahrzeug verbaut werden. Anschließend geht es zurück zum Serviceberater, der die digitale Endkontrolle durchführt. Um den Auftrag zu fakturieren, wird dieser final geprüft und dann per System an die Zentralfaktura weitergeleitet. Die Rechnung wird dem Kunden digital zugesandt oder auch gedruckt ausgehändigt. Der Auftrag kann somit schnell und effektiv abgeschlossen werden und der Kunde fühlt sich auch digital bei uns wohl.